Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde des YouTube-Pokals. Heute treffen FSV Geinkirchen auf GameZocker Kickers im Grenzstadion. Ja, der Ernst der Lage, der beginnt wieder. Wir sind im YouTube-Pokal und wir haben hier zwei sehr starke Mannschaften. Doch eine fliegt heute, so ungern ich es leider sage, heute fliegt eine Mannschaft raus. Es ist leider so. Sind es heute FSV Geinkirchen oder die Kickers? Wir werden es auf jeden Fall herausfinden und das Stadion ist komplett ausverkauft. Ist aber auch ganz klar, natürlich möchten die Geinkirchner hier ihre Mannschaft unterstützen, genauso wie die Kickers-Fans. Und wir sehen, die sind bereit. Die sind fokussiert auf das Spiel und ich glaube, wir schauen jetzt mal auf die Startformationen. Zuerst haben wir hier FSV Geinkirchen. Mannheim ist im Tor und unter anderem dabei sind Ireland, Conway, Kleinsorge, Holzapfel, Kiel Gomez und Jan. Und wir schauen direkt auf die GameZocker Kickers. Die haben Oliver Rensing im Tor und unter anderem dabei ist Leroy Halfa, Sido Kokosan, Benjamin Bayer, Helmut Fuchs, Jamie Geist und Kevin Nebel. Jetzt kann es auch schon losgehen. Wir warten nur noch auf den Pfiff und dann beginnt hier auch dieses Spiel in der ersten Runde des YouTube-Pokals. Wer kann sich hier durchsetzen? Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Und jetzt geht es los! Die Geinkirchner mit dem Anstoß in diese Partie. Und das kann einfach nur geil werden. Das weiß ich jetzt schon im Voraus. Diese beiden Mannschaften haben auch in der YouTube-Bundesliga schon so viele geile Spiele gezeigt. Auch gegeneinander. Und die Geinkirchner möchten direkt einmal nach vorne. Das ist Holzapfel. Jetzt zu Willy. Und die Kickers haben jetzt den Ball. Übrigens, die Kickers sind hier in Pink und spielen von rechts nach links. Und die Gastgeber, die Geinkirchner, sind hier in dem schönen Weiß. Blau und spielen von links nach rechts, aber jetzt versuchen es aktuell hier die Kickers, das ist Kokosan und dann ist der Ball weg und die Kickers retten den Ball noch, bevor er über die Linie geht. Das ist Geist zu Fuchs, Kokosan, Jamie Geist ist das jetzt, aber das funktioniert nicht so ganz, was sie vorhatten, aber es wurde schon mal gefährlicher. Und da ging gerade ein Kickers-Spieler zu Boden, aber es wird weitergespielt. Ich habe da auch jetzt nichts Problematisches gesehen und die Kickers wollen hier rankommen. Aber die Geinkirchner sagen, nee, so schnell lassen wir das nicht zu. Das ist jetzt The Maze. Jan. Kiel Gomez. Wieder Kiel Gomez zu The Maze jetzt und über links kommt die Nummer 7, das ist Conway. Und er bringt das Ding rein, aber es geht drüber. Es geht drüber. Aber wir bekommen eine Ecke und die wird hier Kleinsorge vorbereiten. Mal schauen, funktioniert sie? Ah, die kommt nicht gut. Die kommt nicht gut. Aber noch ist das Ding hier nicht aus dem Ding raus. Und das sah gar nicht mal so schlecht aus. Aber der Ball geht halt eben nicht ins Tor, sondern neben das Tor. Da sehen wir es nochmal. Und ich glaube, das war Kiel Gomez gewesen. Ja, Kiel Gomez bekam ihn zuletzt. Aber das war jetzt endlich kein Problem hier gewesen für die Kickers und für Oliver Rensing. Ja, und er ärgert sich natürlich. Der gute Kiel Gomez mit der Nummer 13. Und eine Viertelstunde gespielt und das geht ja schon sehr gut ab. Die Teams wollen ja natürlich Torchancen haben. Und ich glaube, die werden wir hier noch nöcher sehen. Das ist jetzt Benjamin Bayer zu Kevin Nebel. Und jetzt haben sie die Chance. Aber der Ball ist weg. Der Ball ist bei den Geinkirchnern schon wieder. Aber wo ich sage, dann geht der Ball da über die Linie. Ja, da bringt auch der Schuss am Ende nichts mehr. Einwurf hier von Conway. Der kommt gut. Dieser Gio ist das übrigens. Jetzt zu Kiel Gomez. Sir Mace. Zu Conway. Also das machen sie richtig gut. Die Pässe kommen gut an. Teilweise natürlich ein paar kleine
Hakler, aber es funktioniert. Und das ist jetzt Jan, aber der Ball jetzt bei den Kickers. Auch Rensing bekommt den Ball jetzt mal. Und der Ball, den findet kein Abnehmer mehr. Daher gibt es jetzt hier wieder einen Wurf für FSV Gallenkirchen. Oh, der geht weit, aber den hatte keiner. Den hatte keiner von Gallenkirchen bekommen. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Und jetzt haben die Kickers hier die Chance. Das ist Fuchs zu Kokosan. Wieder Fuchs. Kokosan, Jamie Geist. Aber der Kopfball und die Gallenkirchner holen sich jetzt hier den Ball wieder. Das ist jetzt Jan. Jan zu Holzapfel. Und Willy macht das gut zu Duval. Kleinsorge, Zurückpass hier und jetzt Conway wieder, der über links außen so gut und schnell ist. Kill Gomez zu Sam Mays. Und das ist jetzt Jan, dieser Gio. Halbe Stunde haben wir schon drüber und die Kickers erstmal mit dem Ball raus aus ihrem 16 Meter. Und jetzt, wenn sie ein bisschen Gas geben, dann wäre das eine eventuell realistische Chance. Aber Kevin Nebel hat da nicht wirklich Chancen. Und Jamie Geist versucht es jetzt. Wieder zu Kevin Nebel. Aber es funktioniert nicht. Die Gallenkirchner stehen da sehr kompakt. Stehen da sehr, sehr gut. Und die haben auch jetzt derzeit wieder den Ball. Das ist Conway. So, dieser Gio oder dieser Gio, je nachdem wie man ihn ausspricht. Das ist immer so eine Sache. Naja, wieder zu Conway. Kill Gomez. Conway immer wieder derjenige, der den Ball oft hier in dem Spiel bisher bekommt. Und das ist jetzt Kill Gomez, den wieder bekommt und wieder der Pass hin und her. Und da kommt auch mal eine Flanke, aber ja. Daraus wurde nichts und man wartet einfach nur ab, bis der Ball dann noch über der Linie ist. Jetzt hier Halfa zu Wölber. Oliver Rensing bekommt den Ball und schießt den erstmal weit, weit weg. Aber der Schuss war nicht so ganz gut gewesen, denn jetzt sind die Gallenkirchner wieder am Ball und sie versuchen es wieder. Aber die Kickers holen sich da den Ball, der einfach zu schnell war für dieser Gio. Man merkt, sie wollen sich hier langsam die Chancen herausspielen, kommen immer und immer näher. Und ich sag's nicht umsonst, die beiden Mannschaften sind ultra gefährlich. Es gibt übrigens keine Nachspielzeit, das heißt, nach dieser eventuellen Chance sollte es auch gleich zu Ende sein. Und jetzt, wo ich sage, da kommt der Pfiff. 0:0, torlos geht es also in die zweite Hälfte. Und was man bis dato sagen kann, ist, dass sie einfach mega stark sind. Gallenkirchen aber jetzt in den letzten 15 Minuten deutlich aggressiver, deutlich dominanter im Passspiel und in den Chancen. Aber das hat ja nichts zu bedeuten. Nur weil jemand hier etwas aggressiver und dominanter ist, heißt das noch lange nichts. Wir werden auf jeden Fall herausfinden, wer sich jetzt hier in der zweiten Hälfte durchsetzen kann. Und natürlich für alle, die das mit dem Pokalspiel noch nicht so raus haben, noch nicht so sehr wissen. Oh, das ist ein schöner Schuss gewesen hier. Das war ein schöner Schuss gerade. Den schauen wir uns auch nochmal an. Und dann erwähne ich das, was ich sagen wollte. Dieser Schuss hier. Wunderbar, das war Helmut Fuchs gewesen. Und Müller kommt für Semey. Eine sehr frühe Auswechslung. Aber Gallenkirchen merkt, okay, wir müssen da etwas im Mittelfeld verändern und mal schauen, ob Müller hier jetzt mehr bringt als Sir May. Ja, was ich sagen wollte, ist für diejenigen, die sich in dem Pokalspiel nicht so gut auskennen, nach 90 Minuten, wenn es da immer noch unentschieden steht, geht es natürlich in die Verlängerung 2x15 Minuten. Und wenn es dann immer noch keine Entscheidung gibt, dann kommt es zum Elfmeterschießen. Aber ich glaube, das Elfmeterschießen, das will keine Mannschaft haben. Und ist gut, aber der ist nicht im Tor. Und jetzt geht er daneben. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Das war ihre bisher beste Chance gewesen. Da sehen wir es nochmal an. Da geht es ans Aluminium. Und danach kickt hier Karl schön den Ball ins Aus. Das ist unfassbar. Das ist einfach unfassbar. Sie hätten in Führung gehen können. Aber so bleibt es halt eben 0-0. Unfassbar. Und sie haben direkt wieder den Ball. Aber jetzt Gallenkirchen.
Es hat nicht so ganz funktioniert. Ah doch, jetzt kommen sie wieder dran, jetzt kommen sie wieder dran, aber der ist zu schnell für Helmut Fuchs. Und meine Güte, was ist das für ein tolles Spiel hier, das wir bekommen. Und jetzt die Chance, Jan! Und da ist der Torwart viel zu weit draußen, aber was soll er auch machen? Er bekommt da keine Unterstützung. Und dann hat da Jan mit der Nummer 9 keine Probleme, das Tor zu machen. 1:0 hier also für FSV Geinkirchen. Und die Fans rasten hier aus im Grenzstadion. Zu Recht. Da sehen wir uns das nochmal an. Da. Da bekommen die Kickers den Ball. Jan, da ist alles völlig frei. Keine Unterstützung. Oliver Rensing muss rauslaufen. Und natürlich dann kein Problem mehr für Jan. Also, in wem kann man die Schuld sehen? Ganz klar und deutlich in der Abwehr von den Kickers. Weil was soll Rensing da noch machen? Er muss das Risiko ja eingehen, rauszulaufen. Aber da bekommt man einfach keinerlei Unterstützung, also in dem Fall von Rensing. Die Abwehr viel zu langsam, hat zu sehr gepennt. Somit das 1:0 völlig verdient und total einfach für Jan am Ende. Aber jetzt ist natürlich hier Einsatz von den Gamesucker Kickers gefragt. Denn die zweifachen YouTube-Bundesliga-Meister, die sind auf einmal hinten. Die stehen hinten. Die haben gerade ein Gegentor kassiert und sind nicht in Führung. Das ist auch selten der Fall. Aber man sieht, es kann passieren. Aber es sind ja noch genügend Spielminuten hier Zeit, wo sie hier das Ding nochmal umrudern können. Und ich bin gespannt, ob das eventuell sogar funktionieren kann. Das ist jetzt Helmut Fuchs, aber der Ball wird abgeprallt und geht über die Linie. Somit jetzt hier Einwurf für die Gamesucker Kickers. Und Fuchs beteiligt sich dran. Oder auch nicht. Dieser Gio macht's. Wir sehen oben links immer die schönen Statistiken. Immer sehr schön anzusehen. Oh, und da geht ein Kickerspieler zu Boden. Die Fans hätten da gerne einen Elfmeter, aber nix da. Das war zu wenig gewesen. Ja, und da wollten sie es jetzt einfach mal mit dem Pass versuchen ranzukommen. Aber Geilenkirchen ist sehr aufmerksam. Das merkt man hier ganz deutlich. Benjamin Bayer jetzt zu Halfa. Bayer wieder zu Leroy Halfa. Und das sollte die Flanke werden. Aber gut, hier aufgepasst. Und jetzt FSV Geilenkirchen. Das ist jetzt Jan. Kiel Gomez. Und die Kickers stehen da im Weg. Und das ist jetzt Fuchs. Anis Kukosan. Jamie Geis. Und dann ist der Ball futsch. Übrigens, ich habe das Gefühl bei den Kickers, dass Fuchs den Ball eigentlich immer irgendwie hat. Und auch irgendwie der spielpräsenteste Mann ist. Und jetzt gibt es hier eine Unterbrechung. Und wir sehen auch warum. Ich wüsste jetzt nicht, warum man da abpfeifen soll. Aber gut, das hat der Schiedsrichter zu entscheiden. Und jetzt kommt Oral für Holzapfel. Und Öztekin kommt hier für Helmut Fuchs. Ich bin gespannt, was Oral und Öztekin hier bringen. Klar, bei den Gamesucker Kickers muss man definitiv etwas umstellen. Es funktioniert ja bisher noch nicht. Und 15 Minuten sind noch zu spielen. Langsam wird es eng. Und ja, Geinkirchen, ich glaube, die wollen das Ding eher so ein bisschen absichern jetzt. Man möchte sich hier nicht noch ein Tor, ein Gegentor, ja, einfangen. Das wäre auch unschön. Die Frage ist, was können die Kickers jetzt noch machen? Die Zeit wird langsam knapp, das wissen sie auch. Und das ist jetzt Leroy Halfa zu Jamie Geist, der beteiligt sich auch schön. Kevin Schön jetzt, aber der Ball weg. Jetzt hier FSV Geilenkirchen und es sind noch 10 Minuten zu spielen. 10 Minuten und es sieht sehr gut aus für die Geilenkirchner hier zu Hause im Grenzstadion. Und Oliver Rensing kommt hier jetzt zum Ball. Man geht natürlich jetzt hier in die Vorsichtsmaßnahmen. Man möchte nicht noch ein Gegentor kassieren. Das ist Leroy Halfa zu Kevin Schön, Jamie Geist. Jetzt muss langsam etwas passieren. Es wird immer knapper. Und der Ball geht über die Linie. Und es gibt einen Wechsel. Atjums kommt jetzt für Desagio. Es wird also definitiv hier jetzt die Umstellung sein. Und noch einer ging, glaube ich, gerade runter. Oh, jetzt kommt hier Hetzke für Nebel.
Den habe ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen vermisst. Und wir sehen hier Ballbesitz. 56% für GameStacker Kickers. Oh, 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 das war ein Foul gewesen. Das war ein Foul und das muss Gelb geben. Und es gibt hier Gelb für Kokosan. Und es ist Sido Kokosan, der hier die gelbe Karte kassiert. Und wir sehen auch warum. Ja, ja, ja. Klar und deutlich. Das war zu hart gewesen. Das Foul von Sido Kokosan gegen Jan. Und zu viel kommt für Schön. Und was war das denn gewesen? Das war doch kein Freistoß gewesen. Da hätten sie den Ball ja direkt hier an die Kickers abgeben können. Und die Kickers versuchen jetzt was. Das ist Heske! Das ist Heske! Der steht frei! Heske gegen den Torwart! Und da ist das 1:1! Kurz vor Schluss! Heske! Das Joker-Tor! Und das ist unfassbar! Sie haben sich so viel Mühe gegeben, das Ding doch reinzumachen. Und jetzt gelingt es hier mit Heske! Der einfach überragend, und das ist dieselbe Situation wie eben mit den Kickers. Keine Unterstützung von der Abwehr von FSV Geinkirchen. Ja, was soll Mannheim da noch großartig machen? Wir schauen uns das auf jeden Fall jetzt nochmal im Replay in der Wiederholung an. Da sehen wir Heske viel zu schnell für die Abwehr. Und dann muss ja Mannheim irgendwas machen, aber ist da chancenlos gegen Heske. Da sehen wir es nochmal. Das war der entscheidende Pass und dann aus der Sicht mal vom Tor so ein bisschen. Ja, was soll er großartig machen? Für irgendwas muss er sich entscheiden. Reagiert aber auch ein bisschen spät. Ja, und dann hier der Jubel, der Tanz von Heske. Völlig berechtigt. 1:1. Und jetzt kommt Kanlic für Bayer. Und in welcher Minute sind wir jetzt? Oh, wir sind in der 90. Minute. Das heißt, wenn hier jetzt nichts mehr passiert und es nichts mehr an Nachspielzeit gibt, ja doch, 2 Minuten, gehen wir vielleicht in die Verlängerung. Das Gefühl habe ich so langsam. Gehen wir in die Verlängerung. Wir sind jetzt über der Zeit. Gibt es jetzt den Pfiff, ist die Frage. Ja, wir gehen in die Verlängerung. Es steht 1:1 nach 90 regulären Minuten. 2x15 Minuten gibt es also. Eieieiei, also da gibt es erstmal einen Schluck von mir. Eieiei. Es geht in die Verlängerung. Nochmal 2x15 Minuten. Nicht wirklich das, was hier FSV Geilenkirchner und die GameStacker Kickers haben wollten. Aber jetzt ist es nun mal so. Jetzt ist es nun mal so. Das war einfach ein sehr spätes Tor hier von den Kickers. Und die legen fast nach. Heske war das gewesen. Der will hier das, ja, Doppelpäckchen haben. Aber nix da. Zumindest nicht in dieser Situation. Da sehen wir es nochmal. Sehr gut gemacht. Aber der geht ein bisschen daneben. Schade, das hätte eigentlich das 2:1 werden können. Aber somit bleibt es beim 1:1. Wir sehen oben links die abgefangenen Pässe. Aber diese Statistiken, die sind nur was für wirkliche Fans, die sich wirklich auf diese Statistiken auch so ein bisschen ausruhen. Für uns normalen Fans interessiert nur dieses Fußballspiel. Und was wir hier sehen, ist großartig. Und jetzt hier die Chance. Aber das war die Latte gewesen. Das sehen wir uns jetzt auch nochmal an. Ich weiß gar nicht genau, wer es war. Da bums, knallt das Ding gegens Aluminium. Ich glaube, das war, na, ich weiß nicht, wer es genau war. Ich habe es gerade wirklich nicht gesehen. Fakt ist aber, wir haben hier wirklich eine wunderbare Partie. Wirklich, eine wunderbare Partie. Und dass wir hier in der Verlängerung sind, zeigt, wie stark diese beiden Mannschaften sind. Und das ist einfach unfassbar genial. Und das ist jetzt Oral. Oral macht das gut. Der kommt gut rein. Aber die Kickers passen da auf. Und das ist jetzt hier Sophie zu Heske. Öztekin. Ah, nicht gucken, sondern Öztekin wieder. Aber dann ist der Ball plötzlich futsch bei den Kirchner ist der Ball jetzt. Jetzt aber wieder bei den Kickers. Das geht ja jetzt hin und her.
Und Jamie Geist ist das. Ah, der kommt nicht schlecht. Aber die Kickers sagen... Ach, nicht die Kickers. Die geilen Kirschner sagen sich hier... Nee. Das lassen wir jetzt nicht nochmal zu. Kilgom ist jetzt zu Atjoms. Jan. Oral zu Uli. Und ja, die ersten 15 Minuten in der Verlängerung sind an der Stelle auch schon zu Ende. Und natürlich gehen wir jetzt in die zweite Hälfte der Verlängerung. Und hier muss jetzt eine Entscheidung fallen, damit es nicht in das Elfmeterschießen geht. Und ich bin gespannt, ob das hier gelingt. Die zweiten 15 Minuten also jetzt hier haben schon begonnen. Und für die Fußballfans generell ist das ein sehr schönes Spiel. Für die Fans, für die geilen Kirchner-Fans und für die Kickers-Fans ist das einfach ein wirklich nervenauftreibendes Spiel. Man zittert, man hat Angst, man könnte rausfliegen. Alles Mögliche kommt auf einem zu. Aber die Frage ist halt eben, wer kommt eine Runde weiter? Irgendeiner muss es sein. Und ja, die Fans beschweren sich da so ein bisschen über die Aktion gerade, aber das war jetzt nichts Weltbewegendes. Und das ist Oral! Oral! Ah, und der war viel zu schwach. Oliver Gensing ohne jegliche Probleme. Und der passt ihn jetzt einfach mal hier zu den Kokosan-Brüder. Und das ist jetzt Zuffi. Zuffi macht das ganz gut gegen Wolfgang. Oh, aber Wolfgang gut abgenommen. Und wenn man so langsam auf die Uhr schaut, kann man wissen, was gleich passieren könnte. Aber das ist jetzt Oral. Oral, passt doch, Junge, passt doch. Er hätte passen können. Das hätte funktioniert eventuell. Aber so ist der Ball weg. Das war dumm gemacht von Oral. Muss man so sagen. Sehr, sehr unüberlegt. Zuffi jetzt. Heske. Und das ist Özcan. Özcan, jetzt eine gute Vorlage und es könnte was werden. Ja, aber der war leider nicht ganz so stark. Und es gibt den Pfiff. Das ist unfassbar. Es geht tatsächlich ins Elfmeterschießen zwischen FSV Geinkirchen und Gelbsäcker Kickers. Ja, und man sieht ja hier schon die genervten Gesichter von FSV Geinkirchen. Das hätten sie nicht gerne gehabt, dieses Elfmeterschießen. Aber es ist nun mal leider so. Es ist nun mal leider so. Und damit müssen wir jetzt leben. Hier gibt es noch die Besprechung zwischen die Kickers. Und die Nummer 13 darf zuerst schießen von Geinkirchen. Das ist Kehl Gombes. Und Oliver Rensing braucht einen kühlen Kopf. Der darf nicht reingehen. Mal gucken. Kehl Gombes. Und der geht nicht rein. Der geht nicht rein. Das ist unfassbar. Eric Heske jetzt. Und auch der geht nicht rein. Der war viel zu schwach. Mannheim ohne Probleme. Und es gibt Buhrufe hier. Jan jetzt. Jan und auch der viel zu schwach. Oliver Rensing ohne Probleme. Und auch der war kein Problem hier für Mannheim, aber der war stark geschossen. Geht vielleicht jetzt das erste Ding rein. Ja, ganz cool, ganz lässig hier gemacht. Und Oliver Rensing hat keine Chance. Aber können die Kickers hier sich einen Treffer holen? Nein, können sie nicht. Jetzt wird es langsam spannend. Die Nummer 20 darf jetzt ran hier. Und Oliver Rensing ist zur Stelle. Oral war das übrigens gewesen. Ja, und das Ding muss jetzt langsam mal reingehen. Und es geht rein! 1-1 hier im Elfmeterschießen. Müller. Und er geht rein! Der geht rein! So, und jetzt liegt es an Jamie Geist. Geht der nicht rein? Ist FSV Geinkirchen eine Runde weiter? Trifft er? Geht's weiter hier im Elfmeterschießen. Jamie Geist! Und er geht nicht! Er geht nicht rein! FSV Geinkirchen ist eine Runde weiter! Und dass die Kickers sich hier geschlagen geben müssen, ist eine ganz bittere Sache als zweifacher Meister!
Das ist ja unfassbar, damit ich nicht gerechnet. FSV Geilenkirchen ist eine Runde weiter. Das ist unfassbar. Und Halleluja, was war das für eine Partie gewesen? Ja, mein Name ist René, aka Billy J. Deadman. Wir sehen uns bei der nächsten Partie. Tschüss.